Guten Tag allerseits hier vom Sprecherplatz im Jan-Breidel-Stadion, das 16.500 Zuschauer fasst, aber im Moment sind gerade mal 10.000 da, darunter 3.700 Schalker-Fans, die mit 62 Bussen angekommen sind und die sich hier stimmgewaltig warm halten in diesem Stadion. Ja, das haben wir alles schon erlebt. Ich denke mal an einen umgekehrten Fall vor 30 Jahren, als der erste FC Köln spielen wollte in Liverpool. Aber Liverpools Manager Bill Shankly nicht. Heute ist es umgekehrt. Heute sagen beide Mannschaften nein. Ich hoffe nur, dass nichts passiert. Auf dem Spielfeld nicht und auch nicht wie hier bei diesem Unsinn auf den Rängen. Wie immer halten wir uns zunächst einmal an die Facts, wohl abgeschirmt von etwa 300 Polizisten im Stadion und um das Stadion herum, das man wegen der Olympialan auch Olympiastadion nennt. So, die Schalker. Also, nach langem Hin und Her, natürlich mit Jens Lehmann im Tor, vielleicht könnt ihr es mal vorlegen. Da haben wir es. Und da ist der Keeper. Linke als linker Manndecker, Lattal im Mittelfeld, genauso wie Tom Dooley. Defensiver im Mittelfeld ist Andreas Müller. Juri Mölder, der niederländische Nationalspieler, also dabei. Olaf Thon, der Libero. Max, die zweite Spitze. Und Michael Büskens spielt zweiter Manndecker. Jiří Němec ist zurückgekommen in die Mannschaft. Und hinter den beiden Spitzen Marc Wilmots, der belgische Nationalspieler, aufgestellt vom holländischen Coach mit dieser Taktik. Thon mal hinter, mal auf einer Höhe, mal vor den beiden Manndeckern. Defensiv, wie schon angedeutet, Müller. Rechts im Mittelfeld, Lattal in der Mitte. Němec, also die beiden tschechischen Nationalspieler. Links der US-Nationalspieler Tom Dooley, der Belgier Wilmots und vorne die beiden Spitzen. Und dann geht es hier los mit einem orangefarbenen Ball. Und bitte, liebe Zuschauer, Schalke im friedlichen Weiß. Nur das Blau der Nummern erinnert an Königsblau. Überzeugen Sie sich selbst, ob auf diesem Platz gespielt werden kann. Im Moment ist das Bild etwas vernebelt wegen einer starken Rauchkerze, will ich mal sagen, hinter dem Tor der Schalker. Das wird sicher gleich wieder besser. Ich hoffe es jedenfalls. So, ich sehe da auf unserem Vorschau-Monitor, dass Sie zu Hause eine Bildstörung haben, liebe Zuschauer. Dann schalte ich mal um auf alte Radioreporterzeiten. Im Moment verpassen Sie gar nichts, denn der Ball ruht im Mittelfeld. Es gibt Freistoß für den FC Brügge, den Sie, wie gesagt, hier nur Club nennen. Einen der populärsten, auch der Ministerpräsident von Belgien, ständig Stammgast. Jean-Luc Dehaene, der allerdings im Moment ganz andere Sorgen hat. Jetzt ein hoher Ball in den Schalker Strafraum hinein. Da kommt Specher ran gegen Müller. Und Müller bleibt Sieger, klärt aber nicht weit genug. Noch eine Riesenchance, Kopfball und Tor. Stanic, ausgerechnet Stanic. Jetzt werden Sie wieder vom Super Mario sprechen. Erzielt hier in der 35. Minute das 1:0. Für den FC Brügge. Und ausgerechnet da steht Dooley falsch. Einen Meter hinter dem Mann, der sich geschickt nach dieser Rechtsflanke gelöst hatte. Und Lehmann hat überhaupt keine Chance. Mario Stanic. Und nun kommt der erste Auswechselspieler. Für De Bruyl kommt Nzelo Lembi. Ein Mann aus Zaire, hat früher beim FC Motema Pembe Kinshasa gespielt. Seit einem Jahr hier in Brügge.
Wilmots Kopfball. Wahrscheinlich die letzte Chance vor der Pause. Marc Wilmots, der sich in der Rolle hinter den beiden Spitzen Max und Mölder sehr wohl fühlt und immer wieder auch selbst in die Spitze gehen kann. Sie sehen, auch hier ist Tom Dooley wieder mit vorne, der einmal Mario Stanic aus dem Griff ließ. Und da machte der Brügger das 1:0. Müller, auch er gehört zu den Aktivposten, wird hier umgeschubst von Specher. Und der wundert sich dann noch. Ja, war auch nicht viel. Es ist schwer für den Schiedsrichter, das hier richtig in die Reihe zu kriegen. Max! Und der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt und er hat recht. Hier sehen wir es nochmal. Lattal von den Beinen geholt von de Flandre. Erster Mann und dann der Ball. Es gibt Strafstoß für Schalke. Und das ist natürlich jetzt die Riesenchance, hier zum Ausgleich zu kommen. In der 50. Spielminute. Und Olaf Thon hat sich den Ball zurechtgelegt. Bravourös gehalten vom kleinen Danny Verlinden. Aber vielleicht doch zu schön geschoben von Thon. Sehen Sie hier, der ahnt die Ecke. Schön mit dem Innenriss. Zu schön von Olaf Thon. Und beim Nachschuss hat er keine Möglichkeit. Dafür aber jetzt beim nächsten Eckball für Schalke. Ein sensationelles Tor. Michael Büskens. Was für ein verrückter Start in die zweite Spielhälfte. Volles Risiko, so als Dropkick mit dem Außenriss. Ein Tor für Fußballfeinschmecker und natürlich unhaltbar. Büskens, hier sehen wir es nochmal. Ja, das war sogar eher Schulter, Eck und Brust. Gab es nicht zu pfeifen für den Schiedsrichter aus Italien. Aber die Belgier im Moment ganz gefährlich, machen durch Specher das 2:1. Und wenn wir ehrlich sind, hier Verlängerung von Van der Elst und von Verheyen. Und dann kommt Specher und schließt einen gekonnten Angriff des FC Brügge mit dem 2:1 Führungstreffer ab. Gefühlvoll und erfolgreich. Und in die Komplimente an die Spieler möchte ich einbeziehen Schiedsrichter Piero Ceccarini, der heute ein schweres Amt gut ausgefüllt hat. Alles in allem, meine Damen und Herren, bitte berücksichtigen Sie die Bodenverhältnisse. War Brügge für Schalke eine Reise wert und ich hoffe auch für Sie zu Hause. Und wer von diesen beiden Mannschaften weiterkommt,
Das entscheidet sich in 14 Tagen in Gelsenkirchen. Und Sie können das live in der ARD miterleben. Und Sie sehen, jetzt verabschieden sich hier beide Mannschaften mit Trikottausch. Andi Möller. Und über 60 Busse mit Königsblau fahren heute Abend wieder zurück ins Revier.